Howdy zu Vegan Kochen mit Timo. Das hier heißt zwar Brot, ist aber so viel mehr als das. Vegan Carrot Pecan Bread mit Maple Glaze. Absolutely delicious. Wir legen los. Im ersten Schritt schälen wir die Karotten. Und wisst ihr eigentlich, was der Karotte so die orangene Farbe verleiht? Ich verrate es euch, das sind die Carotinoide. Die sind antioxidativ und stärken das Immunsystem und sorgen natürlich für die tolle orangene Farbe. Und weiter geht's mit dem Raspeln. Im nächsten Schritt den Apfel zur Karotte reiben. Und jetzt fetten wir die Form ein. Und jetzt brauchen wir Zucker und Margarine. Zucker und Margarine rühren wir jetzt schaumig und dafür brauchen wir das Kuchenmoped. Und zur Vermeidung von Food Waste habe ich einen super guten Food Hack für euch. Nämlich, ich mache da gleich wieder an und ziehe es dann so langsam hoch, damit die Reste hier alle in der Schüssel bleiben. Dann brauchen wir natürlich Pekannüsse und die geben wir hier in einen Gefrierbeutel. Pekannüsse zerkleinern. Da brauchen wir die Karotten-Apfelmischung. Die geben wir zur Margarine. Dann brauchen wir Mehl. Dann kommen die Nüsse rein. Dann brauchen wir Backpulver und Vanillinzucker. Dann braucht alles, was süß ist, auch eine Prise Salz. Zimt dazugeben und den Essig dazugeben. Alle Zutaten sind in der Schüssel und jetzt verrühren wir das Ganze zu einem glatten Teig. Masse in die Kastenform streichen. Der Kuchen ist in der Form. Es riecht fantastisch jetzt schon. Und der Kollege geht jetzt erstmal hier in den Ofen. Kuchen ist fertig, ich habe den schon mal rausgeholt, abkühlen lassen. Und was brauchen wir jetzt noch? Richtig, einen Überzug, den machen wir jetzt. Und für den Überzug brauchen wir Puderzucker, Zitronensaft und einen leckeren Ahornsirup. Alles verrühren. Pistazien grob hacken. Und jetzt kommt der Überzug hier drauf. Immer so ein bisschen an den Rand hin, so schön runterlaufen lassen. Ganz zum Schluss kommen noch die gehackten Pistazien oben drauf. So ihr Lieben, dieses Prachtstück ist nun fertig. Ich mache mir jetzt gleich noch einen Kaffee und setze mich dann raus an die Sonne. Und wenn ihr noch mehr tolle Rezepte rund um die vegane Küche braucht, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und wir sehen uns in der neuen Woche.